Wir haben wieder mal eine große Inspektion, einen großen Service bei einem schönen Fahrzeug, nämlich ein BMW Z4 E85 Roadster mit der schönen S54 B32 Maschine vom M3 E46 bekannt. Und wir filmen einfach wieder mal die ganzen Schritte mit, die man bei dieser Inspektion machen muss, um wirklich die ganzen Verschleißteile zu tauschen oder zumindest zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Wir haben schon mal ein paar Teile dazu auf den Motor gelegt, was wir an Verschleißteilen wechseln werden. Was noch nicht dabei ist, sind noch so Sachen wie Keilrippenriemen hier vorne, die wir noch kontrollieren werden, ob die rissig sind oder ob man die noch weiterfahren kann. Und ganz am Schluss werden wir noch ein extra Video drehen, das wird aber dann nicht in dieses mit reingepackt, sondern als zweites noch kommen. Wir werden natürlich noch, was ganz wichtig ist, die Pleuellager wechseln. Aber das in einem Video ist dann zu viel. Hier geht es einfach mal nur um die Inspektion 2, also den großen Service mit allen Ölen, Hinterachsöl und Getriebeöl, Motoröl natürlich. Und was auch ganz wichtig ist, Ventilspiel einstellen. Dafür haben wir nämlich auch schon den Satz Ventildeckeldichtung mit dazu besorgt. Das ist ja bei dem Motor noch mechanisch zu machen. Beginnen tun wir, wie eigentlich immer, beim Ablassen der Öle. Und zwar fangen wir jetzt am Hinterachsdifferenzial gleich an. Das Auto ist vorher schön warm gefahren worden, damit das Öl auch schön schnell abfließen kann. Und hier sieht man, ist noch eine Abdeckung drunter verbaut unter dem Differential, direkt in dieser Hinterachse. Das ist nur ein dünnes Blech, ist ein paar Mal geschraubt mit ein paar Schrauben. Dann kann man das Blech einfach abziehen. Und jetzt erst kommt man auch an die Einfüll- und die Ablassschraube ran, nämlich hier am Differential. Sieht man, diese Hinterachse ist auch komplett dicht, also kein Ölverlust von vorher feststellbar. An allen Ausgängen herum, auch hier vorne, ist kein Ölverlust zu sehen. Das ist natürlich ganz wichtig, immer gleich kontrollieren. Sollte da was sein, dann kann man gleich mit der Inspektion auch den Wellendichtring austauschen und immer gleich einen Blick darauf haben, auf den Rest vom Fahrzeug, wenn man an der Hinterachse ist. Also hier die Faltenbälge kontrollieren, sind die alle schön ohne Fettaustritt. Natürlich auch die Bremsanlage auch gleich anschauen. Sind die Scheiben in Ordnung? Sind die Klötze zum Wechseln? Vorne sind bei uns die Scheiben und Klötze erst vor kurzem komplett erneuert. Da müssen wir gar nichts befürchten. Da natürlich auch die Bremsleitung gleich mit anschauen, ob die nicht porös sind. Und in einem Aufwasch kann man also in der Hinterachse gleich mal den Zustand vom Fahrzeug kontrollieren. Auch natürlich die Reifen, Reifenprofil, ob das noch ausreichend ist und auch nicht irgendwie einseitig abgefahren. Ja, und natürlich auch ganz wichtig, mal ein Blick auf die Feder, auf die Hinterachsfedern. Das ist ein bisschen schlecht mit dem Licht hier, jetzt geht es einigermaßen. Ab und zu gab es ja Probleme mit gebrochenen Federn. Und ganz auch wichtig, die Hinterachsaufnahmen vom Z4, also jetzt nicht nur Z4, auch E46 überhaupt. Die ganzen Baureihen von dieser Zeit, ob nicht die Gummilager entweder etwas verschlissen sind oder vor allem, ob die Schrauben hier sich nicht sogar gelockert haben und dementsprechend ja, eventuell sogar ausgerissen sind an der Oberseite der Karosserie. Gibt es aber beim Z4M jetzt nicht allzu oft, war eigentlich eher beim E46 M3 das Problem. Aber einfach mal alles kontrollieren, hier auch die Verschraubung und auch im vorderen Bereich. Hier ist das Lager verbaut im vorderen Bereich. Alles kontrollieren, ob die Schrauben alle festgezogen sind. Aber wie man sieht, hier ist alles in Ordnung. Und wir lassen jetzt gleich das Öl ab. Dazu machen wir jetzt bloß die beiden Schrauben auf und das Öl kann gleich abfließen. Wir drehen jetzt erst die erste Schraube rum raus, die Einfüllschraube. Und als zweites kann dann gleich die untere aufgedreht werden. Und dann muss man auch gleich einen Behälter unterstellen, damit das Öl da gleich abfließen kann. Einfach hier mit dem großen Imbus, Verlängerung. Und dann ist die Schraube auch schon offen. Ja, das Öl ist schon schön dunkel gefärbt. Also auf jeden Fall ist es Zeit, dass man das Öl wechselt. Und wie man dann später sehen wird, das frische Öl ist um einiges heller und riecht auch nicht ganz so unangenehm wie das alte Öl. Während das Öl an der Hinterachse abläuft, können wir auch gleich das Öl ablassen vom Schaltgetriebe. Da ist in Fahrtrichtung rechts eine Verschlussschraube, auch mit Imbus, etwas kleiner allerdings. Kannst du kurz zeigen, wie die aussieht? So, ich muss mal kurz zeigen.
Also die ist etwas kleiner wie die andere. Und das gleiche haben wir auch an der Unterseite. Nämlich hier ziemlich mittig vom Getriebe. Die werden wir jetzt auch aufmachen. Und dann lassen wir das Öl in der Zwischenzeit auch mit ablaufen. Hinten an der Hinterachse kann es dann in Ruhe weiterlaufen, dass wirklich möglichst viel rauskommt. Und dann erst, wenn wir beide entleert haben, füllen wir wieder Hinterachse und Schaltgetriebe wieder auf. Jetzt sehen wir gleich, welche Farbe unser Schaltgetriebeöl hat. Wenn es auch dementsprechend dunkel ist, sieht man, dass es auch hier wieder höchste Zeit war, dass es mal erneuert wird. Ja, das ist sogar schwarz. Und auch das sollte eigentlich, wenn es neu ist, hell sein. Jetzt können wir in der Hinterachse das Öl befüllen. An der Schaltgetriebe läuft das Öl in der Zwischenzeit jetzt noch ab. Wir haben unten die Ablassschraube schon wieder festgezogen. Und oben an der Einfüllschraube wird jetzt das Öl nachgefüllt. Dazu verwenden wir immer ein Öl der 75W140. Da gibt es eben auch verschiedene Hersteller davon. Wir haben jetzt auch noch eine neutrale Auffüllflasche genommen. Einfach eine alte, die sich schön mit der Hand reinpressen lässt, das Öl. Und sobald oben das Öl an der Unterkante rausläuft, kann man mit dem Befüllen aufhören und einfach ein bisschen warten, bis dann so ziemlich nichts mehr nachkommt. Jetzt in dem Moment haben wir es eigentlich schon fast erreicht. Wir werden noch ein klein wenig nachfüllen und dann werden wir die Verschlussschraube auch wieder einsetzen. So, das Schutzblech haben wir jetzt wieder montiert unter dem Hinterachsdifferential. Damit ist das Hinterachsöl gewechselt und hier vorne haben wir auch schon wieder voll aufgefüllt an unserem Schaltgetriebe. Wie man hier sieht, kommt noch das restliche Öl ein bisschen raus und da sieht man nochmal schön den Unterschied, wie hell das Öl eigentlich ist, wenn es frisch ist, im Vergleich zu vorher, wie das alte Öl rausgekommen ist. Und jetzt noch ganz wichtig, hier die Schraube zeigen wir noch ganz kurz in der Kamera. Die hast du hier, ja. So ein bisschen weiter höher. Warte mal, jetzt haben wir es, genau. Und zwar hat die hier so einen schönen Dichtring drauf und diesen Dichtring gibt es nicht extra zu kaufen, sondern man muss also immer die Verschlussschraube mit erneuern. Das gleiche auch am Hinterachsdifferential, diese Schrauben also immer mit erneuern, wenn die vor allem komplett auch schon undicht sein sollten. Als Öl verwenden wir das BMW-Öl, das ist das MTF LT2, gibt es aber auch von anderen Herstellern, man kann es also auch umschlüsseln. Und wie gesagt, wenn man das Originale haben will, kann man auch direkt bei BMW bestellen oder halt eben wahlweise von verschiedenen Ölherstellern, die das gleiche Produkt anbieten, unter einem anderen Namen. Mit einem kurzen Imbusschlüssel kann man dann die Einfüllschraube wieder festmachen, richtig festziehen und dieser Schritt Schaltgetriebeölwechsel ist auch erledigt. Jetzt können wir an der Oberseite weitermachen vom Fahrzeug. Es beginnt mit dem Ausbau des Ventildeckels und dann natürlich mit dem Einstellen des Ventilspiels. Dazu werden wir jetzt den Ventildeckel abmontieren. Das sind bloß ein paar Muttern rundherum. Und hier oben die Kurbelgehäuseentlüftung, die kann man eigentlich mit etwas zusammendrücken nach oben rausziehen. Und dann können wir auch dann gleich den Ventildeckel abheben. Jetzt versuchen wir den Ventildeckel abzuheben. Dazu erst genau den Schutz wegmachen. Das ist jetzt nur der oberste Deckel vom Ventildeckel und drunter sitzen jetzt ja, der eigentliche Deckel sozusagen, wo auch die Zündspulen alles sind. Und da werden wir jetzt anfangen, der Reihe nach alles abzubauen. Aber vorsichtshalber legen wir auch wieder den Öldeckel wieder drauf, dass uns nichts reinfallen kann an Kleinmaterial. Und jetzt beginnt der Reihe nach hier. Schrauben alle öffnen, hier die Stecker von den Zündspulen abnehmen. Die werden einfach nach oben geklickt und dann kann man sie hinten rausziehen. Genau, und die Zündspulen selber, die sind eigentlich nur gesteckt. Man muss aber ein bisschen mit Bewegung, ein bisschen verdrehen, die Zündspule versuchen geradeaus rauszuziehen. Und dann, wie gesagt, haben wir jede Menge Schrauben rundherum. Und hier hinten noch ein paar Stecker, die wir noch rausbauen müssen. Und dann kann man den Deckel komplett abheben. Nach langem Hin- und Herdrehen können wir jetzt die Zündspulen der Reihe nach alle rausbauen. Also das ist wirklich nicht aufs erste Mal gleich zum Rausnehmen, sondern wirklich mit etwas Geduld, etwas Bewegung, dann irgendwann lösen sie sich, weil die doch ziemlich festbacken mit der Zeit durch die Hitze.
Aber jetzt haben wir alle schon soweit gelockert und können sie alle rausziehen. Und wir machen jetzt einfach gleich weiter hier mit den gut zugänglichen Schrauben hier an der äußeren Seite. Und dann eben auch hier im mittleren Bereich, was jetzt den Kabelbaum hier angeht, von den 5 Spulen. Das sind auch ein paar kleine Befestigungen hier in der Mitte, etwas kleinere. Schrauben sind hier verbaut auf den 2 Stellen hier. Und alles, was uns noch stört, kommt dann eben auch noch mit der Zeit herunter und dann können wir den Deckel auch komplett abheben. Die erste Schraube haben wir schon rausgedreht, jetzt ziehen wir noch die zweite Schraube raus. Dann können wir die Leitung für die Zündspulen komplett abnehmen. Das sind 2 schlüsselweite Achter. So, und jetzt müsste man die eigentlich hier unten auch ausklipsen können. Genau, es ist bloß hier ein Ventildeckel rübergeschoben. Und kann man dann so seitlich hängen lassen, dann stören die ja nicht mehr. Und dann haben wir hier hinten noch die Stecker. Die sind auch nur von oben hereingeschoben, nach oben rausziehen. Und dann sind die Kabel hier in den Metalllaschen eingehängt. Entweder die Lasche komplett, ja, kann man auch so komplett, dann weiß man auch, wo es noch wieder reingehört. Einfach wieder dann beim Metall einhängen. Und wenn sie nicht mit rauskommt, dann einfach das Kabel selber ausklipsen. Und hier unten ist es auch nochmal einfach nur drüber gesteckt, nach oben rausziehen. Und dann haben wir noch auf der Seite hinten eine Stelle. Und damit müsste eigentlich der Ventildeckel jetzt runtergehen. Wir müssen ja schauen, ob er ziemlich fest klebt oder ob er sich einigermaßen abnehmen lässt. Aber beim Abheben ganz wichtig aufpassen. Wir haben hier noch teilweise hier so Metallplättchen drauf. Die gehen schwer raus. Manche sind aber, wie man hier sieht, komplett schon abgegangen. Und dann eben aufpassen, ob man die Gummibuchsen drauf lässt oder sie komplett ausbaut. Wir lassen es einfach drauf und versuchen beim Abheben dann so abzuheben, dass nichts reinfallen kann. Das ist ganz wichtig. Eine Schraube haben wir jetzt noch zum Rausdrehen, und zwar eine Hohlschraube ist das hier unten am Ventildeckel. Das ist die hier, das ist Schlüsselweite 17. Die können wir jetzt auch rausdrehen. Aufpassen, das sind Dichtringe außen und innen dran. Die natürlich beim Einbau auch wieder erneuern. Wenn sie weit genug draußen ist, kann man sie dann einfach mit der Hand weiter rausschrauben. Auf der anderen Seite ist eigentlich nichts mehr, was uns hier stört. Das passt eigentlich alles hier. Die ganzen Kabel sind auch schon so weit auf die Seite gelegt, dass nichts mehr im Weg umgehen kann später. Und diese Leitung einfach ein bisschen zur Seite ziehen, ein bisschen nach hinten ziehen. Die lässt sich ein bisschen bewegen. Ne? Ja. So, und jetzt einfach mal probieren, ob du schon mit der Hand am Deckel irgendwo angreifen kannst. Wenn nicht, müssen wir einfach eine Stelle suchen, wo wir ein bisschen mit dem Werkzeug rein können. Ach, der ist noch ziemlich fest. Aber der ist ziemlich fest, genau. Da werden wir uns erstmal eine Stelle suchen, wo wir dann ansetzen und dann den Ventildeckel mal versuchen, vorsichtig nach oben abzuziehen. Wir setzen jetzt hier unten an der Kante, ganz vorsichtig, mit dem Werkzeug an, einem großen Hebel, einem großen Schraubenzieher, flach. Und man sieht, er lässt sich sogar schon ganz leicht abheben. Und jetzt einfach mal versuchen, schön gleichmäßig den Deckel nach oben zu ziehen. Und eben dabei auch aufpassen, dass also nichts von diesen kleinen Leitungen oder so reinfallen kann. Und wenn er sich überall vom Gummi gelöst hat, von der Ventildeckeldichtung, und alle Leitungen frei sind, dann einfach nach geradeaus versuchen rauszuziehen. Kann sein, dass hinten noch ein paar Leitungen irgendwo etwas festhalten. So, jetzt hab ich den. Jawohl. So, da haben wir schon in der Hand. Genau. Und eben ganz, ganz wichtig, jetzt so auf die Seite legen, dass eben diese ganzen Stellen, die was da drin sind, auch nicht rausfallen können. Ja, und jetzt haben wir auch schon unseren Motor frei liegend da und können dann auch schon gleich anfangen, die einzelnen Ventile so einzustellen. Man sieht, hier sind schon die mittleren Dichtungen beim Abnehmen auch runtergekommen. Die werden natürlich auch mit erneuert. Hier liegt schon ein Dichtring drin. Die werden einfach drüber gesteckt über das Loch von der Zündkerzen. Ja, und auf den ersten Blick, der Motor selber sieht sehr sauber aus, sehr schön aus. Also der hat regelmäßig seine Ölwechsel bekommen, das sieht man. Ja, und jetzt geht es eigentlich im Endeffekt um, ja, hier drunter sieht man es ein bisschen, die Einstellplättchen unterhalb der Nockenwellen, der einzelnen Nockenwellen. Und dazu müssen wir uns die Nockenwellen immer so schön hindrehen, dass wir dann von oben her dran arbeiten können. Um den Motor leichter durchdrehen zu können,
haben wir vorher schon mal alle Zündkerzen lose geschraubt und wir ziehen sie mit einem langen Magneten einfach raus. Und dadurch kann man den Motor dann auch schöner mit dem Werkzeug einer Kurbelwelle, was wir unten irgendwo, da sieht man sogar den Arm hier, angebracht haben, leichter durchdrehen, um die Nockenwelle so zu verdrehen, dass man an den einzelnen Zylindern gut arbeiten kann. Zum Einstellen oder besser gesagt zum Überprüfen des Ventilspiels haben wir uns jetzt mal hier 5 Fühler leeren hergerichtet, und zwar von 0,15 über 0,20, 0,25, 0,30 bis hin zu 0,35. Die werden wir jetzt brauchen, um das richtige Ventilspiel zu ermitteln. Wir haben jetzt einfach mal die Nockenwelle so hingedreht von der Einlassseite hier, dass dieser Zylinder hier schön nach oben steht. Und zwar, jetzt muss ich schauen, ob ich auch die richtigen filme überhaupt. Doch, das müsste der richtige sein, genau. Dieser Zylinder steht jetzt hier wunderbar vom Nocken her senkrecht nach oben. Und damit können wir jetzt anfangen, das Ventilspiel zu ermitteln. Einlassseitig haben wir das Ventilspiel zwischen 0,18 und 0,23 mm. Und wir beginnen jetzt ganz links mit der kleinsten, mit der 0,15er. Diese muss also auf jeden Fall bei unserem Zylinder komplett durchpassen. Die geht durch, ja? Also genau, wenn die nämlich schon streng gehen würde oder gar nicht mehr durchgehen würde, wäre das Ventilspiel schon viel zu gering. Also die geht wunderbar durch, genau, ohne hängen zu bleiben. Das heißt, das Mindestspiel haben wir jetzt schon mal ermittelt, das ist in Ordnung. Jetzt kommt die nächste, nehmen wir die 0,20er. Das ist die daneben liegende. Probieren Sie jetzt auch wieder, ob die auch die noch durchgeht. Die wird hier schon streng, oder? Die geht noch durch. Gerade noch, ja, genau. Das heißt, das Ventilspiel ist schon so Richtung 0,20 herum. Und da drüben? Da geht die nicht mehr durch. Okay, dann haben wir auf der linken Seite auf jeden Fall ein Ventilspiel zwischen 0,15 und 0,20. Damit sind wir eigentlich im richtigen Bereich. Wie gesagt, es sollte 0,18 bis 0,23 sein. Und jetzt haben wir noch als letzte Möglichkeit die 0,25er. Die darf auf gar keinen Fall mehr durchgehen. Da wären wir nicht schon außerhalb der Toleranz. Probieren wir mal, ob die noch durchgeht. Rechts ist ja gerade die 0,20er noch durchgegangen. Die geht gar nicht mehr durch. Okay, damit ist es auf jeden Fall schon zu eng. 0,25, dann kann die links natürlich auch nicht mehr durchgehen, weil die 0,20er schon so gut wie nicht mehr durchgegangen ist. Das heißt, wir haben jetzt den Zylinder schon mal ermittelt. Der passt vom Ventilspiel, er ist auf jeden Fall nicht zu gering, auch nicht zu weit. Und jetzt können wir uns gleich die Nockenwelle so zurechtdrehen, dass wir an der Auslassseite das gleiche Spiel machen. Ich würde jetzt mal sagen, was wir jetzt sehen, wir könnten zum Beispiel jetzt diesen Zylinder gleich hier nehmen. Dazu müssen wir den jetzt einfach nur an der Kurbelwelle ein klein wenig drehen. Ich schaue mal, ob man das auch hier sehen kann. Wir haben uns an der Kurbelwelle unten eine 32er Nuss draufgehängt. Ja, jetzt sieht man es gleich ein bisschen, doch, so kann man es sehen. Und wenn man jetzt am Wasserrohr ein bisschen lang runter geht mit dem Arm, kann man die ein klein wenig drehen. Ich gehe nochmal auf die andere Seite rüber und versuche einfach mal ein bisschen nach unten zu drehen und zu schauen, ob die Nockenwelle sich nach oben dreht. Genau, das passt, die kommt schon langsam. Und die müssen wir jetzt wirklich senkrecht aufstellen, dass der Nocken komplett nach oben steht. Genau, das geht immer so stückchenweise. Und wenn er schön gerade steht, wie jetzt gleich, genau, noch ein kleines Stück, dann können wir eigentlich drehen aufhören. Wie sieht's aus? Ja, noch ein kleines Stück. So passt, glaube ich, ja. Genau. Und jetzt geht das gleiche Spiel wieder los, aber jetzt haben wir eben die etwas dickeren Plättchen zum Nachschauen. Und zwar, jetzt geht es also hier eigentlich bei der 0,25er los, in der Mitte hier. Das ist die, was auf jeden Fall durchpassen muss. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein Ventilspiel von 0,28 bis 0,33. Versuchen wir, ob die durchpasst. Die passt durch, ja. Ohne Probleme, passt. Mhm. Also das Mindestspiel ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. Kurz. Und dann die danebenliegende. Auch wunderbar. Genau, ja, das passt. Also das Mindestspiel passt auch wieder. Jetzt gleich als nächstes die 0,30er. Die kann durchgehen, muss aber nicht mehr durchgehen, wenn es zu eng wieder zu streng eingestellt wäre. Schauen wir, ob die durchpasst. Na, da passt die nicht mal durch. Also ist es schon im Bereich zwischen 0,25 und 0,30. Das wäre dann vielleicht irgendwo um die 0,28, das Mindestspiel. Und hier? Da auch nicht mal. Das gleiche. Dann können wir uns eigentlich den letzten Durchgang sparen. Wenn jetzt nämlich die noch durchgegangen wäre, hätte man als letzte Kontrolle noch die 0,35er probieren können.
Aber in dem Fall liegt das Spiel auch zwischen 0,25 und 0,30. Und um es exakt zu ermitteln, könnte man jetzt dementsprechend auch dünnere hernehmen. Aber man merkt es am Rein- und Rausziehen, wenn also die 25er noch leicht geht und die 30er recht schwer, dann liegt es irgendwo im Bereich um die 0,28, 0,29 herum, sowas. Das passt dann. Wir haben uns jetzt einfach zum leichteren Merken und zur Kontrolle eine kleine Notiz gemacht mit den Zylindern von 1 bis 6 hier oben. Die ersten zwei, die haben wir ja schon gemessen, vom vierten Zylinder Einlass und vom dritten Zylinder Auslass, haben wir auch OKMOK notiert. Hier unten haben wir noch ganz kurz aufgeschrieben, welche Werte es sein müssen, einlassseitig und auslassseitig. Und jetzt filmen wir einfach nochmal ganz kurz hier am ersten Zylinder Einlass, dass man nochmal hier schön sieht, wo wir da genau messen. Das heißt, genau unterhalb des Nockens, da ist der Schlepphebel. Genau hier an der Stelle. Und dazwischen schieben wir einfach unsere Messlehre rein. Und wir haben jetzt die 0,15 in der Hand. Die geht ganz leicht rein. Die geht ganz leicht rein. Genau, also ohne hängen zu bleiben. Ich probiere es nochmal auf der anderen Seite. Ja. Dann genauso. Würde die jetzt schon schwer rein und rausgehen, wäre der Wert irgendwo bei um die 0,15, vielleicht 0,16. Aber die geht wirklich ganz leicht. Damit muss der Wert also auf jeden Fall über 0,15 liegen. Und jetzt nehmen wir auf, kurz zur Kontrolle nochmal die 0,20er Lehre her. Versuchen die auch durchzuführen. Die geht jetzt hier nicht mehr durch. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Wert unter 0,20. Auf der anderen Seite das gleiche. Genau. Das heißt, dadurch, dass die 0,15er so leicht geht durchgegangen ist, wird der Wert irgendwo bei 0,18, 0,19 herum sowas liegen. Damit haben wir auch da geprüft, dass die Einlassseite auf dem ersten Zylinder in Ordnung ist und können es auf OK schreiben und dann der Reihe nach so weitermachen, bis wir dann alle durch haben. Wir sind jetzt mit allen Zylindern durch beim Ventilspiel überprüfen und wie man sieht, also bei unserem Motor war nichts zu beanstanden. Wir werden jetzt aber trotzdem mal einfach nur, um es zu zeigen im Video, ein kleines Teil ausbauen von den Einstellplättchen, das sich ja hier direkt überhalb des Ventils befindet. Und das werden wir uns einfach mal demonstrieren, hier am vierten Zylinder an der Einlassseite. Dazu muss man nämlich als allererstes einmal oben diese Klammer nach oben rausziehen. Das ist sozusagen die Sicherung für die Hebel, für die Schlepphebel, die da drunter sind, dass sie in der richtigen Position geführt werden. Das kann man also einfach nach oben hin rausziehen. Kannst du kurz mal zeigen, wie das Ding ausschaut. Hier ist seitlich so die Stelle, wo es auf dieser Achse eingehängt sind. Also die Feder wird sich da drüber spreizen und dann festhalten. Und darunter ist eben diese Achse jetzt auch besser zu erkennen. Genau, nämlich hier ist die Achse und auf der Achse sind die ganzen Schlepphebel einfach drüber geschoben. Da drüben sieht man auch den anderen. Und wir können jetzt einfach von unserer Seite, wo wir jetzt das Plättchen ausbauen wollen, den Hebel nach rechts rüber schieben. Man sieht, der lässt sich ganz einfach rüberschieben. Jetzt sitzt er also auf der Position hier der Mitte, weg vom Ventil. Und jetzt haben wir auch einigermaßen gut Zugang hier unten. Ich muss nur schauen, ob ich es auf der Kamera auch einigermaßen. Doch, man kann es sogar sehen jetzt. Auf dieses Plättchen hier. Jetzt muss ich nur schauen, bis er sich ein bisschen scharf stellt. So, jetzt hat man schön. Wenn ich zu nah rangehe, mag er nicht mehr. Ich bin ein bisschen zu weit weg mit der Kamera. Aber ich glaube, man kann es erkennen, um was es uns jetzt geht. Und sobald es sich ein bisschen bewegt, können wir es dann mit dem Magneten nach oben herausziehen. So, jetzt haben wir die Platte ein klein wenig bewegen können. Also sie hat sich schon ein bisschen nach oben bewegt. Durch den Öldruck, was da beherrscht, lässt es sich natürlich nicht so leicht rausnehmen. Das Öl zieht immer das Plättchen wieder nach unten. Und jetzt können wir einfach versuchen, das Plättchen mit einem Magneten, man sieht es, rauszuziehen. Hängt schon Magnet dran. Ja. Und jetzt versuche ich das mal hier auf die Kamera hier drauf zu bekommen. So sieht dieses kleine Einstellplättchen eigentlich aus. Ist wirklich nur ein ganz kleines Ding. Und jetzt muss man ermitteln, welche Stärke dieses Plättchen hat. Und dementsprechend muss man sich dann das neue Plättchen besorgen und es dann wieder einbauen. Hier ist jetzt unser Einstellplättchen. Und jetzt werden wir den Wert ermitteln, den die Dicke oder Stärke des Plättchens hat. Dazu einfach in eine Messlehre einspannen. Und dann können wir genau den Wert ablesen.
Schön zusammendrücken, genau. Was haben wir da für einen Wert? 2,42. Ja, genau, das ist jetzt der aktuelle Wert. Und nur angenommen, wir hätten jetzt an der Stelle ein zu geringes Spiel gehabt, zum Beispiel die 0,15er Leere, die wir hier haben, hätte jetzt zum Beispiel nicht hindurchgepasst. Dann hätten wir auf jeden Fall jetzt hier ein zu geringes Ventilspiel und wir müssten diese Platte austauschen gegen eine dünnere, die meinetwegen 2,35 oder sowas ist. Das muss man sich halt eben dann nochmal genau nachmessen, wie viel der Unterschied wirklich ist. Es gibt ja die in verschiedenen Dicken und Stärken, also dementsprechend eine etwas dünnere verbauen und dann wieder so einbauen, wie wir es jetzt gleich machen. Du nimmst die nämlich wieder her, aufpassen, es gibt oben und unten. Das heißt, hier haben wir jetzt die... Das ist unten, oder? Das ist genau die Seite, was unten geht. Man sieht das nur auf der Kamera ganz schlecht. Ich nehme mal das Licht mit dazu. Ah, das ist recht schlecht zu sehen. Jetzt kann man sehen. In der Mitte ist es nämlich hier hellglänzend und außen ist ein Rahmen zu sehen. Und wenn du es jetzt umdrehst auf die andere Seite, ja, da ist es nämlich ganz gleichmäßig gefärbt. Und diese Seite muss uns nach oben anschauen und die andere Seite kommt nach unten rein. Sehen kann. Muss ich das noch ausrichten? Ja, und noch ein bisschen. Ja, genau. Das liegt jetzt im Endeffekt noch nicht mittig drin. Aber es ist leichter jetzt reinzubekommen als mit Magneten. Und jetzt rutscht das Teil auch schon runter. Und ein Druck von oben hier, dann reicht es eigentlich auch schon, dass das Plättchen ausgetauscht ist. Schau mal, ob du den Schraubenzieher noch ein bisschen runterdrücken kannst, weil wie gesagt, wir haben Ölfilm unten drunter, dass du ein bisschen Druck noch von oben aus üben kannst, dass es wirklich komplett unten anliegt. Genau. Jetzt geht da nichts mehr. Und jetzt versuchst du den Schlepphebel wieder rüber zu schieben. Dazu nimmst du den wieder hier und dann ziehst du den rüber. Lässt dich drüber legen, ja? Ja. Genau, und dann kannst du euch auch gleich die Feder drauf machen. Und dann werden wir trotzdem nochmal am Schluss sozusagen als Endkontrolle eine Messung durchführen. Ob das Ventil dann stimmt. Jawohl, jetzt. Gibt es? Ja, genau, so muss es wieder anlegen. Nämlich hier, an der Stelle muss die Klammer wieder direkt am Lager von der Nockenwelle anlegen. Und ganz wichtig kontrollieren, dass auch hier die Feder rechts und links vom Hebel an der richtigen Position wieder drin sitzt. Zum Kontrollieren, ob das Ventilspiel jetzt passt, nehmen wir jetzt nochmal die kleinste Stärke her. Das ist die 0,15er, die muss auf jeden Fall durchgehen und auch wieder zwischen Nocke und Schlepphebel durch. Man sieht, die geht also ganz einfach durch. Ja. Damit ist also das Mindestspiel ganz sicher erreicht. Und einfach nochmal als Nachkontrolle die etwas dickere, die 0,20er hernehmen. Die darf durchgehen, wenn es auch nicht mehr durchgeht, dann muss sie relativ streng durchgehen. Lässt sich nicht mehr ganz durchschieben. Die geht nicht mehr durch. Dann haben wir wieder ein Spiel von knapp unter 0,20, also 0,18, 0,19 in der Richtung. Und damit ist es auch wirklich bestätigt, dass das Ventilspiel danach auch stimmt. Jetzt bauen wir die Zündkerzen auch wieder ein. Dazu nehmen wir einfach als Hilfsmittel einen Magneten wieder her, damit sie nicht komplett runterplumpst. Wenn man natürlich auch einen anderen Zündkerzenschlüssel hat, der das gut hält, kann man es auch mit dem Zündkerzenschlüssel einfach runterlassen. Und jetzt können wir anfangen, die Kerzen mit der Hand erstmal festzuziehen. Und danach werden die Kerzen mit dem großen Drehmomentschlüssel nochmal komplett richtig festgezogen. Jetzt werden die Kerzen eben noch richtig festgezogen. Dazu ziehen wir jetzt die Kerzen einfach so lang fest, bis es schwer wird. Und dann ziehen wir einfach nochmal kurz etwas nach. Nur nicht übertreiben, aber zu locker dürfen sie auch nicht sein. Das dürfte passen, genau. Bevor wir jetzt den Ventildeckel wieder draufsetzen, machen wir natürlich noch die Ventildeckeldichtung neu. Das ist diese Gummidichtung, die außen herumgeht, am Zylinderkopf entlang. Und auch in der Mitte sind 6 Stück von den Dichtungen um die Zündkerzenschächte herum. Das kann sein, dass die im hinteren Bereich etwas kleben, weil da müssen wir es nachher auch wieder mit einer Dichtmasse bestreichen. Genau hier hinten nämlich, an der Stelle. Und dann äußere Dichtung komplett abziehen und in der Mitte sind es eigentlich nur 6 Ringe. Wenn man die bei BMW kauft, allein die Ringe kosten schon ein kleines Vermögen.
Gibt es aber auch komplette Dichtsatz dafür von anderen Herstellern, wenn man jetzt nicht die Original BMW haben will unbedingt. Und ganz wichtig ist, man sieht es auch noch hier etwas an den Stellen hier, wo die leichten Kanten sind, hier im vorderen Bereich. Hier muss man ein bisschen Dichtmasse auftragen, bevor man die neue Dichtung draufsetzen. Genauso wie an dieser Stelle hier, sieht man es noch ganz gut, die alte Dichtung. Das muss man alles noch vorher sauber machen. Und ganz wichtig auch hier an der Kante, hier unten an der Stelle ungefähr, muss alles schön mit Dichtmasse eingeschmiert werden. Und das gleiche Spiel auch hinten, wo diese Vertiefungen sind. Das zeigen wir aber dann direkt an der Ventildeckeldichtung später. Also an diesen Stellen ist ganz wichtig, nochmal Dichtmasse mit auftragen. Wir beginnen mit dem Einbau der Ventildeckeldichtung, und zwar an diesen leichten Übergängen werden wir sie klein wenig mit 3 Bond Dichtmasse wieder einschmieren. Nämlich überall da, wo kleine Hügelchen sind, so hat kleine Kanten, und hier unten eben auch noch an der Stelle direkt in die Biegung hinein. Und auch ganz wichtig hier am Übergang zum Räderkasten, also nicht zum Räderkasten wirklich, es ist ja nur die Warnungseinheit. Nämlich genau hier müssen wir noch ein bisschen was drauf tun, an die Kante hier. Genau, direkt in die Kante hinein. Und das gleiche auch auf der unteren Seite, nämlich hier unten. Genau, aber die Dichtfläche ist es eben ganz wichtig, dass da nichts rauskommen kann. Genau, also wir haben jetzt die Stellen alle schön eingeschmiert. Dann hier oben und eben hier in dieser Position. Und jetzt haben wir noch die Ventildeckeldichtung. Da müssen wir an der hinteren Seite vom Motor jeweils auch an den Kanten klein wenig 3 Bond Dichtmasse einstreichen und auch wieder ein klein wenig verteilen. Und jetzt haben wir eigentlich nur ein paar Nasen, die wir dann in die richtigen Position setzen müssen. Und zwar, wir können es kurz zeigen, das sind einmal hier diese Nasen, einmal hier auf der Seite, auf der anderen Seite, und im vorderen Bereich direkt haben wir eine Nase hier drüben und eine da hinten. Und das müssen wir jetzt so aufsetzen auf den Motor, dass das alles in der richtigen Position ist. Genau, hinten ist es ein bisschen schwerer, da kann man nicht so gut hinsehen, aber der Vorteil bei diesem Z4 M Roadster ist eben, dass wir im Motorraum so viel Platz haben, ganz anders wie beim E46. Also der Motor steht hier fast mittig drin im Motorraum. Und da kommt man eben auch im hinteren Bereich des Motors wunderbar ran. Genau, da ist die Nase hier oben, die eingerutscht ist. Dann unten ist die andere Nase. Und jetzt eben hier vorne nochmal die Dichtung unter das Rohr schieben hier. Und da ist, glaube ich, auch noch die Nase, ja? Ja. Genau, man sieht sie auch hier ganz schön. Genau, auf der anderen Seite genauso. Da ist auch eine, genau. Und jetzt eben hier noch da vorne die beiden Nasen richtig ausrichten. Und ganz wichtig, hier haben wir auch genauso eine Stelle, wo es über die Schraube geht. Das ist auch als Erleichterung, dass sie nicht mehr verrutschen kann später. Hier nehme ich das gleiche auch an dieser Stelle. Und jetzt einfach die Dichtung gerade noch ein bisschen festdrücken an den Stellen, wo wir es mit 3 Bond eingeschmiert haben, damit sich alles noch ein bisschen verteilen kann. Jetzt kommen natürlich noch die mittleren Ringe drüber von der Ventildeckeldichtung. Die werden einfach drüber gesetzt und bis ganz runter geschoben. Jetzt endlich können wir den Ventildeckel aufsetzen. Dazu fangen wir unten an der linken Kante an, an dieser Kunststoffführung einzufädeln. So, genau, jetzt hat es die untere Position erreicht. Und jetzt müssen wir durch das Rohr hier ein bisschen nach oben heben oder wegziehen und gleichzeitig den Deckel ein bisschen runterdrücken. Genau wie jetzt hier. Und irgendwann rutscht er dann schon mal selber drauf. Und jetzt nochmal kurze Kontrolle, ob die Dichtung auch sich nicht irgendwo gelöst hat. Gerade hier unten kann man es gut sehen. Da ist alles noch in der richtigen Position. Und wie gesagt, der Vorteil bei dem Fahrzeug ist eben, dass man sogar auch sehr gut von hinten her am Motor entlang vorbeisehen kann. Also auch was jetzt hier hinten am Motor abgeht, sieht man auch ganz gut hier. Die Dichtung und so weiter, das kann man nochmal kurz kontrollieren. Und ja, wenn es so schön plan aufliegt wie jetzt hier, kann man auch schon direkt anfangen, den Ventildeckel festzuziehen. Wir beginnen wieder mittig, das heißt, die Schrauben hier werden erst mittig festgezogen. Wir setzen natürlich erstmal alle drei nach rein und dann
arbeiten wir uns von der Mitte nach außen hin vor. Und ganz wichtig ist nochmal als kleine Information, kannst du mal die kleinen Ringe holen, die drauf müssen. Und zwar haben wir zwei Beilagscheiben im oberen Bereich, zwei dünne und zwei etwas dickere große, die kommen nämlich hier unten ran, die auf gar keinen Fall vertauschen. Also die kleinen Beilagscheiben, die kommen jetzt zum Beispiel hier hin, ganz oben, an der Stelle. Das sind die dünnen, genau. Und die andere ist hier hinten. Und die dicken großen, die schauen etwas massiver aus, die kommen nämlich hier unten hin, an diesen Stellen. Und das ist eben ganz wichtig beim Abheben des Ventildeckels, dass man die im Hinterkopf behält, dass die eventuell gerade dünnen hier oben beim Abheben theoretisch in den Motor reinfallen können, wenn man nicht weiß, dass da welche drauf sind. Das also nochmal kurz zur Info, dass da nichts passiert. Die Hohlschraube von der seitlichen Ölleitung werden wir jetzt wieder einsetzen. Da haben wir vorher wieder die Dichtringe erneuert. Auf der einen Seite ist er schon drin und jetzt muss man es eben hier an der Stelle zwischendurch fummeln. Das ist ein bisschen komplizierter, nämlich zwischen der Leitung und dem Ventildeckel. Wenn aber dann alles in der richtigen Position ist, wie jetzt, das sieht gut aus, dann gerade ansetzen und mit der Hand reindrehen und dann mit einem Schlüsselweite 17 festziehen. Die Leitung oder der Kabelbaum von den Zündspulen wird jetzt wieder montiert. Dazu hier einfach nur so einrichten, dass es hier unten anlappt, also diese kleine Lasche. Und dann eben hier mit zwei Schrauben, Schlüsselweite 8, am Deckel wieder montieren. Hier, eine da hinten. Jawohl. Ja, und jetzt muss man den ganzen Kabelbaum hinten wieder in die Originalposition zurück verlegen. Hier oben haben wir einmal einen großen dicken Klotz, der muss einfach nur reingesteckt werden. Dann haben wir hier so ein paar Metallklammern, wo die Kabel hineingesteckt werden können und eben hier die großen Stecker, die müssen bloß hier von oben reingeschoben werden. Und der Rest ergibt sich eigentlich davon ganz alleine. Das heißt, hier sieht man die Metallklammern hinten, da müssen dann die Kabel wieder hineingeklickst werden. Und hier unten haben wir auch noch mal so eine Lasche, genau, die muss hier drüber geschoben werden, nach unten. Ja, und dann sieht es auch wieder genauso aus wie beim Ausbau. Hier haben wir die Metallklammer dran gelassen, einfach hier reinschieben und da das gleiche von der Stelle, die Kabel. Das sieht ein bisschen kompliziert aus, aber ergibt sich von ganz alleine. Und hier hinten rum haben wir eben noch diese Leiste rumlaufen, da sieht man ein bisschen was davon, genau. Da muss man auch aufpassen, dass man hier hinten alles so verlegt wieder, dass da nichts irgendwie frei lose rumbaumeln kann. So wie es jetzt hier ist, ist es wieder schön verlegt und da kann nichts passieren. Die Zündspulen jetzt wieder einfach über den Schacht einsetzen und leicht mit ein bisschen Drehen und natürlich ein bisschen Druck wieder bis ganz runterschieben zur Zündkerze. Die Stecker mal anstecken, ja. Dass du es auch ganz einfach einklickst. Ein bisschen verdrehen, genau. Und dann die Verriegelung drüber und das ist dann schon fest, da kann nichts mehr rausgehen. Genau, ein bisschen vor und die Verriegelung kommt einem sowieso ein klein wenig entgegen beim Reinschieben. Jetzt genau und dann einfach oben Druck und das war's. Alle Zündspulen sind jetzt wieder montiert. Wir können jetzt die obere Abdeckung vom Ventildeckel wieder montieren. Einfach vor die Öldeckel wieder abnehmen und dann hier über die vier Gewinde drüber setzen. Und dann einfach wieder festziehen und natürlich den Öldeckel nicht vergessen. Das ist dann einer der letzten Schritte. Dann haben wir eigentlich nur noch hier die Kurbelgehäuseentlüftung, die wir einfach draufsetzen müssen. Die wird runtergedrückt und rastet dann selber ein, passt. Und die letzten vier Schrauben, Muttern. Sechs, oder? Sechs sind es sogar. Ja. Ach so, außen auch noch, ja. Mhm. Ich schaue mal bloß hier hinten. Da vorne hat er auch noch, genau. Rechts und links, da unten sind wir sie, genau. Jetzt kommen wir noch zum Innenraum und da müssen wir eben die Mikrofilter noch austauschen von der Lüftung. Und das Ganze befindet sich alles unterhalb des Handschuhkastens. Jetzt wird es nur interessant, die Sache jetzt einigermaßen auch so zu zeigen, zu beleuchten, dass man ein bisschen was sieht davon. Du kannst mal anfangen, wo die ersten paar Stellen sind, die man abbauen muss. Die ersten Schrauben sind hier seitlich. Das sind Kreuzschlitz, genau. Kreuzschlitz, genau. Genau, so direkt unterm Handschuhkasten. Ich versuche aber mal hier von der Seite aus mitzufilmen. Das sind insgesamt zwei. Zwei Stück bloß, das geht ja. Und eine Niete in der Mitte. Okay.
die erste und dann ist eben hier drüben noch eine auf der anderen Seite hier. Kommt schon runter der Deckel? Ja. Genau. Jetzt in der Mitte, die Niete musst du wahrscheinlich mit der Zange irgendwie rausbekommen, oder? Mhm. Ja. So greifen und dann mittig rausziehen. So. Ich muss mal so füllen. Ah, ist schon draußen. Ja, das ist gut. So, jetzt ist das Teil draußen. Hier sieht man jetzt den Mikrofilterkasten und darunter ist eben die Abdeckung. Die kann man jetzt seitlich etwas nach außen runterdrücken und dann kann man die Abdeckung auch herausnehmen. Genau, das ist hier reingeschoben. So sieht das Teil jetzt hier aus. Und man sieht darunter den Mikrofilter. Schau mal, ob du die Abdeckung vielleicht noch komplett rausziehen kannst. Ja, die hält nämlich hier oben schon am Mikrofilter fest. Genau, das war's. Und jetzt die Mikrofilter versuchen in einem Stück herauszubekommen. Da sieht man, da fällt schon jede Menge Dreck entgegen. Also da wird es auch wieder höchste Zeit, dass das Teil mal wieder rauskommt und dann darauf achten, wie der eingebaut ist und in dieser Position die Mikrofilter dann auch wieder genau, das heißt hier, genau, hier ist der Pfeil und der muss nach innen zeigen sozusagen, also in die Richtung, wo die Luft angesaugt wird, von außen nach innen, so muss er wieder eingebaut werden. Ja, und der Zusammenbau ist genau andersrum wieder, neu, erstmal sauber machen alles, den ganzen Dreck hier befreien, auch am besten hier vielleicht mit dem Staubsauger direkt hier hineingehen, wo der Mikrofilter drinnen festsitzt und nach dem Saubermachen neuen Filter einsetzen und wieder zurückbauen. Jetzt kommt noch eine leichtere Arbeit, nämlich der Luftfilter. Das ist wirklich nur gesteckt, also geklipst. Da können wir nur diese Wasserleitung hier aushängen. Die ist hier rundherum einfach eingehängt am Kasten, am Luftfilterkasten. Und dann diese Scharniere oder diese Metallklammern von unten nach oben aushängen. Ja, genau. Und dann haben wir eigentlich rundherum ein paar. Und jetzt muss man aufpassen, dass man den Filter so rausbekommt, dass man die Leitung nicht beschädigt, die Wasserleitung dabei. Ich tue mal ein bisschen hier gleichzeitig hochheben. So, jetzt kommen wir mal drauf. Und einfach mal reinschauen in den Kasten. Ist da Dreck drin oder was? Ansonsten raussaugen oder mit dem Lappen ein bisschen sauber machen. Und danach kommt einfach der Filter hier rein und wieder zusammenstecken. Das ist also ganz einfach. Zur Inspektion gehört auch die Kontrolle der beiden Riemen dazu, der beiden Keilrippenriemen. Und da sieht man auch gleich bei dem kleineren, bei dem von der Klimaanlage, hier wie rissig der ist, also der wird auf jeden Fall gleich ausgetauscht. Dagegen der Hauptriemen, der etwas drüber läuft, der ist wahrscheinlich schon mal getauscht worden, der sieht nämlich sehr gut aus. Aber den kleinen, den kann man jetzt gleich mit einem Handgriff erneuern. Da gehen wir einfach hier unten an den Spanner hin, Schlüsselweite 17. Dann kann man den Spanner ein bisschen nach unten bewegen, den Riemen abziehen. Und dann gleich den neuen wieder draufsetzen. Der obere Hauptriemen wäre jetzt auch nicht sehr viel schwerer. Dazu muss aber auch erst immer der von der Klimaanlage runter. Erst drüber setzen, genau, und dann an die richtig einrücken lassen in den Riemen hier, also direkt in den Rillen, dass man da nicht daneben liegt. Ja, und dann wieder nach oben, nochmal kontrollieren. Gerade bei der Klimaanlage, die beim Kompressor, aber es ist auch da wirklich in allen Rillen richtig drin sitzt. Ja, und dann ist das fertig und würde man den anderen Riemen tauschen wollen, müsste man nur hier oben diese Rolle hier entspannen und dann könnte man auch den Hauptriemen tauschen. Dann kommen wir jetzt zum Motorölwechsel. Dazu machen wir jetzt zuerst einmal den Öleinfülldeckel auf, damit das Öl besser ablaufen kann. Und auch gleich den Deckel vom Ölfilter schrauben wir gleich ab, Schlüsselweite 13. Und in der Mitte kann man dann die Schraube rausziehen und ein bisschen abwarten, damit Luft rein kann, damit das Öl schon mal nach unten ablaufen kann. Sonst würde man jetzt gleich abziehen, könnte ein bisschen ölseitig rauskommen. So, jetzt hört man, wie es runtergluckert. Ein bisschen warten und jetzt nimmst du mal vorsichtig ab. Das geht schon. Mit dem Stecker vorbei? Ja, geht's. So, genau. Und einfach den Ölfilter in der Zwischenzeit mal laufen lassen. Wie gesagt, dass das Öl hier schön runterlaufen kann in die Ölwanne. Und in der Zwischenzeit machen wir am Unterboden alles weg, dass wir das Öl unten auch ablaufen lassen können. Am Unterboden, an der Versteifungsplatte, haben wir dann einen kleinen Deckel. Den können wir einfach raushebeln. Das sind zwei so kleine Laschen. Und darunter befindet sich dann auch gleich die Ablassschraube. Das ist ein Imbus. Und den einfach rausschrauben. Dann
gleich ein Gefäß drunter stellen und das Öl ablassen. Das Öl lange genug wieder ablaufen lassen und danach wieder neuen Dichtring drauf und Verschlussschraube wieder zumachen. Und im oberen Bereich geht es dann gleich weiter mit Einbau des Ölfilters und Einfüllen des Öls. Das Öl ist jetzt alles rausgelaufen hier vom Ölfilterkopf. Jetzt können wir den alten Ölfilter rausnehmen. Einfach den Kabel hier vom Drosselklappen-Boot ein bisschen nach drüben schieben. Und dann kann man den rausziehen. Und dann haben wir schon hier den neuen Ölfilter. Geht vorbei, genau. Und dann kommt der Deckel, den haben wir auch schon mit neuen Dichtungen versehen. Und zwar außenrum ein neuer Gummiring. Das ist der hier, der weiße, sonst ist er immer schwarz, der ist jetzt weiß. Und an der Schraube oben der ganz kleine, glaube ich, das ist der. Ja, und der obere hier. Ja, der Dichtring, der Metalldichtring. Genau. Das ist natürlich alles, was man dazu neu machen kann. Wieder draufsetzen. Und wieder festziehen. Genau, der hat seitlich so kleine Ausbuchtungen. Wir haben die jetzt wieder so eingebaut, wie sie drin waren, nämlich so, genau so seitlich verstehen. Das sind diese kleinen Ausbuchtungen hier. Haben aber auch keinen weiteren Sinn, die Dinger. So, und dann ist von oben hier alles fertig. Eben unten noch kontrollieren, dass die Ölablassschraube wieder fest eingeschraubt ist mit dem neuen Dichtring. Und dann kann auch gleich hier das Öl befüllt werden. Da gehen irgendwas um die 5,5 Liter rum, sowas circa rein, 5,5 bis 6 Liter. Und dann ist der Ölwechsel fertig. Als Motoröl empfiehlt BMW immer nur das 10W60. Da gibt es auch einige verschiedene Hersteller. Entweder original von BMW oder eben von einem anderen. Und wir machen jetzt aber kein Öl rein, weil bei uns geht es dann im nächsten Video eben weiter mit dem Wechsel der Bläulager.